Guten Tag und herzlich willkommen zu, wer hätte es gedacht? Oh mein Gott. Tales of Symphonia, Hashtag Tales of BNC. Wow, wir sind wieder da. Ja, ich bin der Gino. Ich bin Gregor. Ja, und Überraschung, wir sind es doch zwar, nicht. Aber oder, andersrum. Warte mal. Aber da kommt es nochmal reingeschossen. Hashtag Tales of BNC. Ich kann eine Glatsche bei dir machen. Glatsch. Die Glatsche. Dann nochmal einen großen Dank natürlich an Dagi für diese Geschichten und die ganzen anderen Sachen, die wir von euch allen dann zugeschickt bekommen haben, wie den kleinen Lloyd. Wir haben noch das Poster bei uns im Lager, gerade im Moment, weil genau. wir dachten eigentlich, wir sind letzte Woche durch. Ja, das wir würden sie noch irgendwie aufhängen, ne? In der Redaktion vielleicht? Ja, die müssen wir dann jetzt endlich mal vernünftig rahmen und wir werden ja eh nicht mehr in dieser Location, dass wir dann spielen müssen. Wir werden das gar nicht mehr spielen müssen. Vielleicht privat. Ja, ja, stimmt. Vielleicht werden wir es privat dann anstellen. Aber ja, wie ihr gesehen habt, wir waren letzte Woche doch nicht ganz so im großen Finale. Ja, von, obwohl wir schon 3 Stunden angesetzt haben, aber das Ende ist natürlich super, super lang. Genau, und der Abspann soll auch irgendwie wirklich 20, 25 Minuten so dauern. Ja. Das wollen wir uns dann heute genehmigen, haben auch nicht mehr so ultra viel vor uns. Wir haben die Leute nochmal gebeten, auch wenn wir den Slot eigentlich dann weitergeben wollten, dass wir das noch einmal hier Mittwoch machen können. Genau. Sind aber nicht live für euch jetzt gerade. Wir haben uns ja letzte Woche schon live verabschiedet. Das heißt, ihr wisst schon, das ist quasi jetzt vorbei. Jetzt zeichnen wir das auf, damit wir, wie gesagt, das Ende nochmal mitnehmen können, damit wir so einen würdigen Abschluss finden von dem letzten halben Jahr. Und dass wir sagen, wir haben tatsächlich mal ein großes, langes, umfangreiches Spiel durchgespielt. Genau. Hier auf dem Sender. Und nicht mal kurz mal eine Stunde reingeschaut. Und so wie es hier üblich am Sender ist. Ja, Frechheit ist das. Aber dafür stehe ich nicht mit meinem Namen 5150, weißt du? Oder wie man das immer auch... So macht man das, glaube ich. Ja, so die ich finde es auch eine Frechheit, dass wir immer noch als Let's Play betitelt werden und nicht als Knallhart durchgenommen. Ja. Weil wenn was Knallhart durchgenommen wurde, dann Tales of Symphonia. Vielleicht müssen wir Marco einfach zwingen, rückwirkend die Titel alle zu ändern. Ja, ich hoffe, das soll das mal machen. In 80 Titeln oder so. Wo haben wir das letzte Mal aufgehört? Mit einem grandiosen Kampf, denn wir haben... ganz viele grandiose Kämpfe. Genau, wir haben Yggdrasil besiegt. Ja. Und wir haben hinten dran, ohne zwischendurch speichern zu können, dann auch Origin gelegt. Genau, und Kratos vorher noch, ne? Und Kratos vorher. Oh, das erinnere mich nicht daran. Oh, hast du meisterlich... Naja, nach dem ersten Kampf, okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss, tot. Aber du hast es ja beim zweiten Mal schon geschafft. Beim zweiten Mal, ja, immerhin. Und das ist ja wirklich schwer, der Kampf. So mit Ach und Krach. Wir sind an sich, wenn wir hier mal vernünftig, wir sind eigentlich vernünftig gelevelt, würde ich sagen. Ja. Leute sind auf Level 63. Alle über 60. Ich denke, mit dem Zeug, was sie jetzt potenziell noch machen, der Riskalan und das ganze Zeug, wo wir unterwegs sind, können wir potenziell noch ein paar Level steigen. Es sollte eigentlich reichen für den Endboss, obwohl der noch richtig knifflig noch ist. Wenn ich mir vorstelle, ich hatte Origin, den Kampf super schwer in Erinnerung, wir haben den eigentlich mal locker gelegt. Wir haben den locker gelegt, also, nachdem wir bereits einen vorher hatten. Ja. Wir sind auch mittlerweile ja einen bisschen eingespielter, was so das Verteilen der Sachen angeht. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen konkreter, warte mal, wo war, ach ja, hier beim Eis gehen wir zurück nach, nicht nach Heimdall, sondern zu Dirk. Ach so, Heimdall haben wir. Wir können ja Heimdall mal gucken. Wir haben schon gesehen, dass alles kaputt ist. Wir haben das Haus, genau. Wir können hier nochmal schauen. Kann sein, dass hier noch eine Cutscene ist, aber wir müssen zu Dirk, damit er uns das Schwert dann baut. Wir müssen nochmal konkreter eben unsere Kollegen, unsere KI-Kollegen dann einstellen. Also zum Beispiel, ich würde bevorzugen, wenn wir jetzt Rain natürlich mitnehmen. Obwohl, nee, warte mal, war ja noch eine Tür. Gucken, ob da überhaupt noch was ist. Ja. Die soll natürlich hauptsächlich heilen. Ja, und Sachen machen. Genau. Aber zum Beispiel, ich würde vielleicht solche Zauber wie Resurrect rausnehmen, weil da sind wir wesentlich schneller, wenn wir einfach eine Live-Bottle machen. Ne? Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ne? Dass die anderen Sachen dann resurrected, obwohl wir das schon mit uns haben. Er hat das Schlimmste hinter sich, aber liegt noch da, kann natürlich kein geiles Schwert für uns bauen. Aber freue ich mich, ich kriege jetzt ein richtiges Hammerschwert, ne? Ja, das wird Hammer. Richtig geil. Und eigentlich, wenn man drauf taggt, dann kriegt Lloyd auch diese... Wie heißt die? Falcon Crest? Das heißt, du springst. Eine alte Serie aus den 60ern. Nee, aus den 80ern. Also, da springt Lloyd hoch und dann quasi diagonal ins Bild rein und kreuzt aber so ein Schwert. Okay, aber das heißt, stimmt, das sagt da muss man aber 500 Mal eine andere Attacke, glaube ich, gemacht haben. Okay. Irgendwie so, also. Ja, ich habe versucht, als ich beim letzten Mal noch ein bisschen den Dungeon vorab schon mal gemacht habe, ne, also damit wir dann vernünftig Dragon's einstellen. Crest. Ja. Dragon's Crest, wie auch immer. Nachdem ich den gemacht habe, ich versucht noch ein paar mehr Attacken für Lloyd freizuschalten und zu sehen, was habe ich gemacht, was habe ich noch nicht gemacht, aber es ist natürlich schwierig und knifflig. Also, Dirk war hier oben, ne, über hier. Und da ist die Human Ranch, da ist Dirk. Dirks Haus. Popsi, ich bin schön. Wieder zurück. Erstmal zu Mama hingehen und sagen, hallo Mama. Bin zu Hause, Mutter. Das ist toll. Das ist nice. Natürlich immer der Mama hallo sagen zu ist. Und Neusch. Neusch ist jetzt noch in der Tasche drin. Ja, die ist immer dabei, ne? Aber frag mich immer, wo der bleibt.
So, ach, und da steht schon Kratos. In the forge, the ring of the pact. A dwarf who's losing his skills by living on the surface. There's no one else. The dwarf that has the skills is unable to move. Dad, please. I've gathered all of the necessary items. Ein Schwert und ein Origin, oder was braucht er? Kratos und Lloyd haben sich jetzt ja vertragen, ne? Das genau, ist nachdem, ja nachdem wir uns... Drei Steine und eine Kiste. This is adamantite for polishing. Ja. What's this piece of wood? Is this sacred wood? Ah, das, was hier Prisea getragen hat, ne? Also genau. Was sie hinter sich hergezogen hat, wie so Django. Baumstamm da. Ja. This must fuel the fire. Is that why you were traveling all over Tethiala? To prepare all of this? Ja, schaut ja, was für ein Riesendiamant das ist. Da muss er aber ordentlich was ausgegeben haben. I see. So everything is set. I can't very well refuse after you've gone through so much trouble now, can I? And I suppose it won't hurt me to help out my dearest son. After all, I'm his father too. Ja, ja, stimmt. Das sind das sind ja die beiden Väter von genau, Lloyd. Ja, ja. Der richtige Vater und der Ziehvater. Dass die nicht so mehr Streit untereinander haben. Dwarven Vow Number One. Work together for the sake of a Das ist mal ein guter Zwerg. Das ist ein guter Zwerg, ja. Alright. Let's do this. With this, I'll be able to use the Eternal Sword, right? Das wir von Origin bekommen haben, beziehungsweise. Oh, jetzt bitte aber. Jetzt, oh, meine rechte Leberseite. Ja, genau. Gerade sollte er eigentlich sterben. Really grown stronger. Genau, aber er wurde nochmal gerettet. Wie war das nochmal dazwischen? Ach ja, Mythos hat den Körper übernommen von Colette und ist dann geflohen. Genau. Hat dann doch Origin irgendwas mitgenommen, was wir eigentlich gebraucht hätten. Und Kratos wurde kurz vorher gerettet. I never expected you to be able to inflict such a serious wound on my angelic form. Engelskörper. Take this and stop Mythos. Ah, es bedeutet wahrscheinlich dadurch, dass wir die ganzen anderen Geschichten vorher gemacht haben, dass wir wohl mit Kratos jetzt nicht kämpfen können am Ende, ne? No? Wenn er sagt, nee, genau, wir haben ja Zelis schon in der Party. Genau, es stand übrigens auch nochmal dann im Heft drin, also das, was wo wir spekuliert haben, wo das noch so ein bisschen im Kopf hat, ist, wer wie wo kommen darf. Steht es da steht, wir hätten alle ablehnen müssen sozusagen, dann würden wir Kratos, glaube ich, sicher drin haben. Genau. Aber es hängt auch davon ab, wir könnten ihn potenziell auch dabei haben, wenn wir diese ganzen Miniskits gemacht hätten und Antworten, die man zwischendurch gibt, weil das auch die Beziehung sozusagen bestimmt. Also es ist nicht nur dieser eine Punkt, sondern wir können es theoretisch auch im Laufe des Spieles das machen. Wir haben es jetzt darauf reduziert, weil wir Colette natürlich reingelassen haben. Okay. Take this with you. Ja, sonst wäre Zelos halt. Genau, aber ob Zelos, ob Kratos, kriegen wir, glaube ich, beides ganz gut hin. So, jetzt kriegen wir ein schönes Bild, glaube ich. Das müssen wir ein bisschen hypen. Jetzt nimm die Schwerter an dich. Das Geschenk, das ich dir versprochen habe. I can entrust you with the greatest sword I ever forged. Freue ich mich drauf, mit drauf zu hauen. Feuer und Eis. Oh, toll. Ah, yes! Ja, das ist ein ganz markantes Bild, ne? Ja, das kennt man. Ich glaube, da habe ich sogar schon mal so eine Figur gesehen, wo sie die Schwerter so gebaut hat. Ja. Thanks, Dad. And Kratos. Ja, hätte gesagt können, thanks, Dad. And Dad. Ja, ich habe nun mal zwei Väter. Was soll denn das? Ja, das ist ja super. Ist ja nichts. Das ist fortgeschrittene Kultur. Da ist es überhaupt kein Problem. Das ist der nächste Schritt von der Patchwork-Familie. Genau. Das ist super. Zwei Väter, zwei Schwerter. Sorry, I forced everything upon you. I have great dads. One made a ring for his son using the lost arts, and another risked his life to protect his son in secrecy. Ja. You've got great parents. Wir gehen jetzt auf eine Weltreise. Wir sehen uns bald, Leute. Yeah. Well, I'm off. Dad. Nice. Okay, muss ich den jetzt noch anziehen? Ich schätze mal, dass Kratos wahrscheinlich hier bleibt, ne? Let's go. Alles klar, lass uns mal gucken. Aber musst du ihn anziehen? Das ist nicht einfach... Ich check das mal. Ich muss ja auch das Schwert dann hier Feuer und Eis. Ah, es sieht natürlich... Das sieht natürlich leckerst aus. Und ich hatte hier noch ein anderes Schwert. Träne, okay. Kam das wahrscheinlich... Ah, wahrscheinlich irgendwo. Irgendwo dazwischen. Aber wenn ich das vorhabe... Hast du aufgesammelt, glaube ich. Habe ich aufgesammelt, ich habe es nicht equipped. Das wäre blöd, ich equippe doch immer sofort alles. Ja, stimmt. Guck mal, ob die anderen vielleicht auch noch equipped haben. Hier ist nochmal dieser andere Ring, damit ich mal gucken kann, ob das überhaupt... Übrigens, wenn du Diamant oben wählst, dann hast du, dann erhöht sich mehr bei Feenring, richtig, und Diamant ganz oben, ja. Ja.
Guck mal. Tja. Das ist ganz schön krass. Was ist denn Diamant? Ist es das, was Kratos gesammelt hat, das Ding? Nee. Okay. Das härteste bekannte Material, Diamant. Okay. Die Macht, das Böse zu vertreiben. Okay. Ja, du siehst anscheinend wirklich was, was meine Statuswerte um 20 jeweils erhöht. Ich habe nur das Kriegerangebot, was natürlich Angriff so, Kraft. Um 40 sinnvoll. Erhöht. Hm? Ich würde aber vielleicht dir hier was geben, still nach jedem erfolgreich beendeten Kampf. Das brauchen wir eigentlich irgendwann nicht mehr, ne? Jetzt weil die random Sachen nicht, dann kann ich dir das geben. Dann hast du dann nochmal ein bisschen mehr Zeug hier dabei. TP-Verbrauch ist gut. Ich habe dann hier eben um die 50% und du um ein Drittel. Das passt eigentlich alles ganz gut. Aber warte mal, lass mich mal gucken, ob wir hier irgendwas noch nicht equipped haben. Ach die, also Schnelligkeit und Stärke macht eh selten Unterschied. Dieser andere Ring ist aber hier nicht irgendwo drin, ne? Das ist also dieser ewige Ring ist wohl automatisch genommen. Oh, der Glücksbringer aus Flanoir wird mir natürlich auch nochmal jeweils ein paar Sachen dazu. Der hat mir ja das Leben gerettet. Aber Schnitt und Stoß halt. Guck mal. Nutze blaue Sephira, um 100% mehr Geld zu halten. Doppelt so viel Geld. Auch nicht schlecht. Wobei wir natürlich auch sehr viel Geld haben, ne? Ja, genau. Reicht es, wenn ich es irgendeinem anderen equippe? Es gibt ja auch Items. Aber Genis hat ja auch voll die Pussy-Dinger hier, ne? Wenn wir den benutzen, sollten wir dem was Cooles geben. Haben wir überhaupt die Gammon, die hattest du ja schon angelegt. Die Gammon hatte ich angelegt, ja, aber es kann sein, dass ich nicht alle jetzt gemacht habe, weil bei ein oder zwei fehlt noch Level 4 Gammon. Ja. Was ist denn unsere letzte Party? Rain, Genis, Alice und Lloyd? Ist es unsere finale Party? Im Guide stand auch etwas drin, dass man potenziell entweder Genis oder Regal nehmen soll, von wegen drei Angreifern, aber ich mag eigentlich die Kombo mit Genis mehr, weil der kann da eben noch eine andere Facette mit der Magie machen, wo er noch interrupten kann. Stimmt, Also würde ich gut würde Schaden ich machen auf jeden Fall. Ja, darauf hin. Guck mal, du hast hier einen Level 4, könnten wir dir hier noch geben. Ja. Schlitzer, warte mal, lass mich mal kurz gucken. Schlitzer erhöht die Basis, das sollten wir drin lassen. Das ist geil, auf jeden Fall. Ewigkeiten, Kombinationen, ja, das wissen wir gar nicht, was es so direkt genau. ist. Ich packe hier mal einen Level 4 gerne rein. Okay. Ja? Weil die werden ja leider zerstört, wenn man sie dann macht. Immunität. Statuseffekte werden eventuell vermieden, ist nicht so das. Vermindert ihn für den Spruch, wenn du diese Zeit benutzt, du eh selten, ne? Aber für Rain, aber gut, die ist ja natürlich was. Ja, genau, aber es ist ja nur für dich, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich das Eheste, ne? Basisattacken-Kombo in der Luft um 1, wenn du dann Ab- und Angriff machst, dass du dann einmal mehr zuschlagen kannst. Und Magie-Energie, das ist von wegen Sprüche verzögern. Okay. Dann würde ich ja sagen, Flug-Kombo und Schlitzer hast du dann mehr Kombo-Attacken. Das ist super. Individualität war. Das ist die. Ja, das müssen wir natürlich Fall. Drin lassen. Das ist denn, Ausweichen nochmal? Ja, Ausweichen ist das Level 1, den Fluchtwert. Mit geringer Genauigkeit. Also es ist dann von wegen, dass du ab und zu mal daneben hauen können. Mit Spott könntest du R3 verhöhen die Leute und erhöht die Unisono-Attacke. Magie und erhöht das Stärke. Das wäre ganz gut. Stärke statt Ausweichen. Ja, lass mal kurz gucken. Stärke würde dich um 15 drauf machen und die Flucht. Ja, lass das mal machen, ne? Stärke dann hier dazu. Die Sachen habe ich mir auch hier, Combo Plus und alles. Die Visualität, weil das schnell herumlaufen muss. Ja. Wollen wir eigentlich drin lassen. Mal gucken, bringt das auch was Flucht. Ne, die sind ähnlich, die Sachen. Und Stärke habe ich auch hier lassen. Rain hatte Magie, erhöht die Intelligenz und die Stärke. Das ist gut. Voll. Genau, da um fast 15, 16 sogar, die Intelligenz. Widerstand, Unisono-Attacke, Neutralisator, hebt gelegene Schaden gelegentlich auf, das können wir vielleicht mal austauschen gegen was. Max TP erhöht um 28, ist nicht zu viel. Erhöht Elementarabwehr, Individualität, vermindert Kampf vom Abhängigen. Als Speicherpunkt, okay, das wäre ein Speicherpunkt und dann. Es ist egal, aber also wir könnten die Party wieder komplett teilen, indem wir einfach nur dann 4 Magic Points ausgeben. Ja, stimmt. Das brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt, glaube ich, in der Phase. Wir haben ja auch mehr als genug Items. Das war Wiederholung, ganz sinnvoll, vermindert Wiederholungsdauer ist ganz gut. Verringert die Zeit von Items, nicht bewegen kann. Die Menge Geld ist je egal und das auch. Genau, es gibt, glaube ich, auch ein Item, das sie und das Grad erhöht, die man bekommt. Und das ist sinnvoll, wenn man das bei den Erfahrungswerten, also hier bei den Gemmen. Die Gem, sondern die Grad, die man nach dem Kampf bekommt, weil die sammelt man ja im Laufe des Spiels und wenn man das gerne nochmal spielen möchte, kann man die Grad, was wir schon erwähnt haben, am Ende des Spiels dann ausgeben. Können wir uns den Grad eigentlich hier irgendwo... Kann man irgendwo sehen, ja. Status, oder? Ne, da sehen wir die LOL. Irgendwo müssen wir den Grad eigentlich auch sehen können, weil da sind die Galt.
Irgendwo kann man das sehen. Synopse wahrscheinlich. Das ist nur unsere. Ja, können wir mal sehen, wann wir wie wo gespielt und gespeichert haben. Das ganze halbe Jahr. Aber irgendwo sieht man das. Im System vielleicht? Bei System? Ja, System ist nur anpassen. Also hier wären die Sachen hier. Das wir hier. Irgendwo sieht man das. Genau. Voll ungewohnt. Ja. Die anderen Fenster da sind. Fensterfarbe, Lautstärke, Sprachausgabe. Ja, ich weiß es nicht. Egal, man sieht es nach dem Kampf wahrscheinlich. Aber der Gratis, wir können den dann gleich ausgeben, wenn wir soweit sind. Ah, kochen, warte mal, will ich aber Genius wieder einstellen. Stimmt, jetzt wo wir Genius wieder dabei haben. Oder Brot, wir bleiben doch beim Sandwich. Sandwich ist gut, Sandwich ist lecker. Und altbewährt. Okay, also, gibt es da ein paar Sachen, die wir jetzt nochmal vorab machen können oder machen sollten? Kannst du ja vielleicht mal kurz gucken können, wo wir beim Schwert sind. Aber eigentlich sollten wir erstmal Devil's Color machen. Ja. Da müssten wir aber von Tefala aus oder ist es bei beiden? Tower of Salvation. Tower of Salvation einfach. Okay. Egal, also. Dann gehe ich zum Tower of Salvation, ich speichere mal davor ab. Ist überhaupt hier angezeigt mittlerweile? Ich komme mir so vor, als ob der nicht mal mehr hier. Wie man sieht, ist übrigens in Tefala hat sich der Himmel geändert. Das ist ein bisschen dunkler geworden. Wir sind in Silveran. Ach, Silveran, ne? Ich glaube bei beiden, weil Tefala ist ja eigentlich direkt drüber. Tefala ist aber noch dunkler, glaube ich, als hier. Da ist Hima. Und hier müsste der Tower of Salvation gewesen sein. Da ist das Loch. Ja. Mal ein bisschen runter. Ist er da? So, der ist ja zusammengebrochen beim letzten Mal, nachdem wir den Gegner besiegt haben. Deshalb ist da jetzt ein riesiges Loch. Ein riesiges Loch ist ja übrig. Machen wir ein neues Save da mal drauf. Wieder machen wir den Song wieder. Machen wir ein kleines Save-Punkt hier. Okay. Und dann gehen wir mal vorne. Können wir nicht mehr nehmen. Nicht mehr aktivieren. Gehen wir mal ein bisschen hier und gucken mal, was hier beim Loch hier so ist. Guck mal, gar nichts hier im Silverrun. Oh. Ja, müssen wir vielleicht doch nach Tefala. Ja, dann fliegen wir doch mal nach Tefala. Gut, dann müssen wir unten in der Wüste, ist der Sprungpunkt. Ja. Aber so wie die Karten gelegt sind. Ah, das sind. Obwohl, nee, den hatten wir aktiviert, das weiß ich noch. Der Sprungpunkt ist hier in Silverrun südwestlich. Ja. Aber der in Tefala ist nordöstlich. Ja, also müsst du eigentlich denken, dass die genau untereinander sind, also dass die mit dem Boden aneinander kleben. Ja, ne? Weil wenn stimmt, da das wäre wahrscheinlich eine Kugel. Ja. Jetzt sieht man ja, ist flach. Eben. Nee, also stimmt schon. Also dass wir, dass genau, so es ist sowas wie auf dem anderen Ende der Welt oder die Kugel dann so gelegt ist, dass sie sich zusammen nähern und der Tower of Salvation ist dann, theoretisch müsste er aber innerhalb des Planeten dann gehen, damit sie sich berühren. Ja, da muss er innen. Durch den Erdkern. Also wirde Logik. Oder vielleicht ist er in einer ganz anderen Dimension. War das der hier? Nee, hier, der daneben. So, und jetzt kommen wir exakt an der gegenüberliegenden Nordosten heraus. Ist es 1:1? Also quasi, dass es auf der Höhe das gleiche ist. Also das Kästchen würde ich schätzen, ja. Die anderen Sachen natürlich sind anders gelegt. Ja, aber von und so weiter. Das wäre natürlich. Punkt schätze ich schon so, das war hier unten Heimdall. Und guck mal, hier sind die Reste hier noch. Okay, gesaved haben wir. Können wir mal bei den Items nochmal schauen. Was? Ja gut, die sind einigermaßen voll. Weil wir auch eh noch die Gelegenheit haben, da nochmal aufzurüsten. Also, Turm des Heils. Let's do that. Da sind wir wieder. Der ist zusammengebrochen. Wir können hier trotzdem rüberjumpen. Übrigens nur diese Plattform. Da ist es das ewige Schwert. Sind wir gut vorbereitet? Das könnte der letzte Kampf sein. ist das wirklich schon der Finalkampf? Aber eigentlich könnte man davor noch. Ich dachte, wir kommen davor noch raus. Dungeon-Zeug. Aber vielleicht kann das auch optional gewesen sein. Dungeon nicht, aber vielleicht sollen wir Items nochmal auffüllen, bevor wir da reingehen. Nochmal komplett auffüllen, oder? Ja. Also wenn es wirklich hier noch gar kein Dungeon oder irgendwie sonst was hier da ist. Ich meine, selbst wenn wir es jetzt durchspielen sollten, wir werden noch die Zeit dafür verwenden, mal ein Sidequest zu schauen. Und mit dem Buch mal durchgehen, was wir noch bisher verpasst haben, weil wir wollen jetzt dann nach Möglichkeit alles, so gut es geht, dann hinkriegen. Was war die nächste Stadt, wo wir einkaufen können? Heimdall ist ja kaputt. Müsste ich
hier, nee, hier gibt's in Mizuki gibt's ja irgendwie nicht sowas. In Tokio sonst, aber es ist natürlich weit weg, ja, ne? Ja, hier haben wir Cyberg. Hier ist noch alles wirklich dufte. Ja, ja, ist kein Problem. Kein Problem, Himmel für dunkel? Nein. Himmel nein. Dunkel, da interessiert keinen. So. Danke. Ja, gib mir mal. Abel. Plus. Ananas. Wir brauchen nicht magisches Auge, wenn wir eh nicht mehr so viel benutzen. Okay. Ja, die neue Waffen kaufen brauchen wir natürlich auch nicht. Anpassungsdienste können wir irgendetwas. Nichts, was uns aber nichts, was uns. Ja, gerade vor allen Dingen da, dass was uns aufwerten kann. Der Spitzhut maximal, ja, aber. Damit keine Basken mehr zu. Who the fuck cares? About the Spitzhut. Nobody cares about the Spitzhut. Wir gehen da jetzt hin und machen das. Ne? Ja, ich bin mal dafür, das. Ja. Und wenn es der letzte Kampf sein sollte, wenn wir es tatsächlich dann durchgespielt haben sollten und den Abspann geguckt haben. Ich glaube, haben, vor dem letzten kommt noch eine Gelegenheit, aber. Ja, naja, hätte ich jetzt auch gedacht, aber es ist schon wirklich jetzt 15 Jahre her, wo ich es gespielt habe. Ja. Also ganz weiß ich nicht mehr. Also, was willst du eigentlich sonst noch an großen Dungeon machen, wenn wir schon dieses ganze Gewürge dann eben, vorher ja, hatten? Wir, ja, wir opfern uns alle jetzt und durch. Ich meine, wenn wir schon mal Origin jetzt dabei haben, der uns das Schwert, Lloyd, der das Schwert jetzt führen kann, wollen die Welten jetzt mal vereinen, verdammt nochmal. Jetzt ist es. Wir checken dann auch nochmal die Taktik. Ja. Boah. Oh, hätte ich vielleicht vorher Taktik machen sollen. Naja, das kann man gleich. Nee, es kommt eh noch kein Kampf, glaube ich. So, also jetzt konnte er Excalibur rausziehen, weil er selbst das Feuer und Eis hat. Ach nee, mit der die Origin, die, Und dem, wollte ich schon sagen. Ding, ja. Aber jetzt hat er es absolviert in seinen Schwertern. Der Diener der Ewigkeit, okay. Ewigkeit, das muss kein Diener. Titel sein. Der ewige Diener. Und den hätte ich gerne am Anfang gehabt. Du, der das neue Recht, der du das neue Recht besitzt, was ist dein Anliegen? Führe uns nach Deriskalan, zu Mythos und unserem treuen Freund. Ach, er meint Colette damit. Achtung, es geht Achtung, los. Es geht los. So. Deriskalan. Wir beamen uns zur heiligen Stätte Deriskalan. Aber und so wie die jetzt so aufgebaut sind, an sich, es müssen nicht direkt drunter sein, sondern du hast ja in der Mitte Deriskalan und die beiden nähern sich. Ja, die Welten sind ja voneinander getrennt. Also eine der Welten muss dann immer auf dem Kopf irgendwie dann so sein und verdreht, so wie wir die Beampunkte haben. Aber irgendwo Ach hat so. Jemand, ja, irgendwo, weil in der Mitte ist doch Deriskalan. Ja, in der Mitte muss ja, weil es ja da gespalten wurde. Genau. Und in der Mitte bleibt in der Deriskalan, wo man ja eigentlich nicht hinkommt. Ich kriege es durcheinander. Es sind die zwei Hälften aber übereinander gelegt, anstatt untereinander. Egal. Wobei das ja trotzdem eine runde Welt ist. Ja, oh, ich nehme mal Genus rein. Oh, jetzt habe ich das falsch gemacht. So, nur mal kurz hier, dann gucken. Ich würde Rain auf nur heilen. Gibt's, glaube ich, nicht. Müssen wir einstellen, ne? So, ach, nee, gleicher Angriff ist ganz gut. Aber hier auf Heilen will ich sie packen. Hauptsächlich Langstreckenmagie auch wichtig. Gleicher Angriff ist auch richtig, damit sie den gleichen Charakter angreifen wie einer selbst. Das finde ich immer ganz nice. Angriffsfähigkeiten ohne Rücksicht auf TP einsetzen. Ja, wir lassen es mal auf Freie. Und uns beide lassen wir auch frei. Ja. Ich würde ihr aber mal sowas wie Resurrection mal ausschalten, weil dann da kümmere ich mich lieber selbst. Ja, ja, das brauchen wir nicht bei ihr eigentlich. Und die Sona-Attacke wäre nochmal. Wir haben das doch, ne? Supersonic was? Supersonic und Ray? Ray, ja. Okay. Konnte man bei Tech konnte man die Magie machen, genau. Also Resurrection würde ich ausmachen. Mal kurz gucken. Lohnt es sich, also Nurse kostet 28, Healing Circle 56. Sau viel, ne? Also ab und zu ist das Nurse, glaube ich, dann praktischer. Dann wählt ihr ja Nurse und damit die ganze Gruppe vor allem. Genau, ich würde keinen von denen jetzt bewusst ausschalten. Ach, die weiß schon, glaube ich. Die benutzt eh Healing Circles und am besten natürlich dieses ganz große. Genau, und wir haben natürlich auch diese Status-Aufwertungssachen wie Acuteness, um mehr die Stärke zu erhöhen. Oder hier Force Field, um die Abwehr zu machen. Ich glaube, das würde ich ihr selbst überlassen.
Genius können wir eigentlich so belassen, wie er ist. Ne? Der kann sich austoben, der kann machen, ja, der kann tun und wir füllen ihm dann wieder die Energie auf. Und bei uns beiden hatten wir eh nochmal dann die Sachen angepasst und geändert. Alright. Ach, da ist ja... Okay, lass uns. Oh, jetzt bin ich durch. Jetzt bin ich durch. Ich war von hinten, jetzt bin ich von vorne reingelaufen. Na, vier, ja. Ja, das ist ja ganz gut. Barriers. Ja, ich würde das ist doch gerne mal... Ich glaube, naja, es zieht sich nah dran. Aber ich habe extra eine Anstrengung bei ihm ausgesucht. Ich habe jetzt gedacht, dass er extra weggeht. Ne? Ja, genau. Ja, unser, ist jetzt unser Max Grace. Nee, das Verbund steht noch plus. Ja gut, schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ja, Grad stand um. Erfahrungsgemme. Naja, da haben wir mehr als genug von. Eine richtige Karte von Deris Kalan ist jetzt auch nicht im Guide mit dabei. Nee, hier ist einfach nur eine große Fläche, ein paar Items, die man sich ja graben kann. Lauter Gemmen für die Leute, die nicht genug Gemmen haben. Sag mal, der Vollkommen-Serie. Schaffnase. Oh, das ist wieder der Ausgang. Okay. Blop, 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 blop. Ich guck erstmal. Da. Oh, da geht's. Ach komm. Ab und zu noch mal ein bisschen kämpfen, weil. Ein, zwei Kämpfchen. So ein, zwei Level werden. Oh, warte mal. Tod 2. Oh, nice! Neue Attacke gelernt. Ja, genau, das meine ich. Mhm. Man nimmt auch eben 50 plus oder sowas weg. Ja, von stimmt natürlich. Aber gut, sie hat ja. Ja, also wir haben jetzt Orange Gels und was anderes, das wir auffüllen können. Das ist für die neue Attacke. Ja. Mal gucken, was das so ist. Aber der Anime ist ziemlich cool sein. Start Double Demon Fang, würde ich sagen. Wir checken das mal. War das der Victory Lights? Ja, nein. Nee, haben wir schon. Gucken wir mal, wie oft sie benutzt sind. Demon Spear müsste es sein. Demon Spear. Level 3. Nice. Double Demon Fang. Also das nehme ich, ja. Statt Double Demon Fang. Ja. Double Demon Fang, den wir den Demon Spear. Das ist Demon Fang und Lightspear zusammen. Ja. Jetzt kommen diese Combo-Attacken eben dann da raus. Ah, ist doch super. Alles klar. Ups, da ist einer. Ist die auch so, so viele dann sind. Oh. Ja, warte mal. Ich bin mal hier. Gib mir aber auch gut. Gut XP, also den kann man dann nochmal, falls man denkt. Ja, wir werden es vielleicht mal sehen, dass ja also potenziell, falls wir den Boss dann verlieren, sollen wir merken, oh, würde tatsächlich helfen, wenn wir da 2 oder 4 XP oder Level mehr haben. Wir gehen da kurz hin und hauen die einfach dann mal ein paar Mal platt. Ja, aber ich glaube, bei uns sollte es eigentlich nicht. Da wir zu zweit kämpfen. Ja, kriegst jetzt. Watch out for the magic. Here we go. Nice. Aber wir sollten für Genius was anderes als Stalagmite machen, weil ich glaube, das ist schwächer als eine Level 3 Attacke. Ja, okay. Oh, 7500 hat es jetzt abgezogen, wenn ich das Ding hier. 850 Erfahrung. Ich glaube, der muss was krasses. Stalagmite ist, glaube ich, nicht das, das krasseste, was er hat. Status. Wir bauen noch 5,9. Also, achso, und dein. Genau. Achso, ah, du meinst der Diener der Ewigkeit. Hast du denn da? Ist es ah, krass? Guck mal, der Diener der Ewigkeit tatsächlich. Der ist das Krasseste. Der zieht da nochmal ein bisschen krasser weg. Und du hattest natürlich nicht so viel. Obwohl, strahlender Ritter, eher Intelligenz, Fluchtakur. Ja, lass doch das machen. Gut. Hexer war, glaube ich, schon das Beste für ihn. Professor.
weiteres bekommen, was hier. Also ich würde ja ungern auf die anderen Sachen verzichten. Akrobaten. Vorstand. Power-Vorstand. Hat ihn mal, gibt ihm die Kraft, der Vorstand zu sein, gibt ihm die Kraft im Kampf. So viel. Sie haben wir nicht allzu viel. Aber sie heißt Kombatier ist der Name, okay? Regal Bryant. Shina Fujibayashi. Gesehen, was das klingt für die Nachnamen da sind. Ja, wie von, Rain Sage und Tony Sage, weiß ich. Fußballstars. Zealous Wilder. Und Lloyd Irving. Kombatier. Ja, ja, ganz komische Namen. Also die Unisono von Genius. Ah, ja. Ich glaube, die Distelegmat ist nicht so stark. Mittel, guck mal. Ich würde auf jeden Fall Profi so ein Ground Dasher. Da können wir noch Raging Mist. Credit Wave. Das, was am meisten TP verbraucht hat, ja. Immer das Gravity Well. Können ja sehen, wie er den Gegner trifft. So, hier. Nothing. Oder? Habe ich irgendwas verpasst, bevor ich noch hier drumherum laufe? An diese Lichter. Was damit machen muss. Hier ist einfach nur mal nix. Einfach komisch. nur mal Jacques Gas. Der französische Minister der schlechten Abkürzung. Vor unten kommen wir. Da müssen wir. Da sind wir lang gegangen. Von da sind wir oben. Da waren wir doch schon. Items holen. Beugen laufen, das Item. Da waren wir. Von der Seite. Ich glaube, an dem waren wir hier doch. Ich glaube, wir waren dem vorbeigelaufen. Schon mal ein verwirrendes Labyrinth, immer das ist der Anfang. Ah. Ne? Da? Oder? Davon da kommen wir her. So, ja, genau. So, hier werden wir wieder. Aber das ist doch nicht so groß, das kann man sich doch nicht verlaufen hier, oder? Nee, vielleicht habe ich da hinten irgendwas übersehen und man kann doch was machen. Ah, oder du kannst an der Ecke sein und dann abspringen. Wir checken das mal aus. Wir gehen für einen kleinen Moment in die Werbung und wenn wir wieder zurück sind, dann haben wir hoffentlich den richtigen Ausgang gefunden. Bis gleich.